Ja, wo tanzen sie denn? Offensichtlich in Destiny 2. Außer Mighty. Mighty ist irgendwie. Ich glaube, Mighty hat schon zu lang gespielt. Der tanzt nicht mehr. Das ist, glaube ich, nur für die Leute, die noch nicht Level 20 sind, die tanzen. Also, ich gehe jetzt hier durch das Loch. Ich auch. Einfach mal ins Loch reinstoßen. So. Ah, D-Abo. Ich habe keine Werbung geschaltet. Shit, es tut mir leid. Hatten wir ja letzte Folge angedroht. Weil wir eine 37-Minuten-Folge gemacht haben. Wahnsinn. Die Du ich wahrscheinlich gar nicht hochlade, ne? Ich habe willst Destiny nicht dich eine Folge selbst hochgeladen. deabonnieren? Ja. Okay. Gut, Ist das moderner Selbstmord? ich kann das nur unterstützen. Okay. Ein Problem im Internet weniger. So nur den kompletten Rest des Internets Dabei ausschalten. bin ich so flauschig. Das stimmt allerdings. Oh, weißt du, wenn du mich im Dezember besuchst, dann bringst du einen Bademantel mit und dann vergleichen wir, welcher Bademantel flauschiger ist. Auf jeden Fall. Und Und wir reiben uns einfach aneinander und gucken, ob wir damit machen Strom wir machen können. den Flauschtest. Der Fleischtest kommt dann danach. Das können wir aber nicht auf Twitch streamen. Da müssen wir uns eine andere Plattform suchen. Wir gehen auf Ich YouPorn. werde wahrscheinlich wirklich meinen Bademantel mitbringen, weil ich. Ach shit, das wollte ich noch nachgucken. Es gab nämlich gerade, ich irgendwo im Interwebs gelesen, ein Angebot für ein Hotel etwas außerhalb von München mit Eintritt in die Erding-Therme. Ah. Und die soll ja ganz geil sein. Und ich finde, es gibt nichts Cooleres, als einen ganzen Tag in die Therme zu gehen und danach im Hotel zu schlafen. Ja. Zu Deutsch, ich muss meine Couch für dich gar nicht leerräumen. Doch, Beziehungsweise, weil ich ja doch, ständig auf der Couch einschlafe, mein Bett. Ich würd bei dir rumhängen und dann würde ich irgendwie und toll, dann. toll, toll. Du darfst auch mit, aber du hast ja nie frei. Das ist übrigens tatsächlich so. Ich wollte heute eigentlich endlich mal einen Tag Urlaub abbauen. Und dann? Und habe das heute Morgen beantragt, quasi, Ja. weil mein Chef im Urlaub war. Konnte ich es erst heute Morgen anfragen. Und dann hatte ich erst die Bestätigung gekriegt und war halt echt so, dass ich mich im Bett halt umgedreht habe und auf links gedreht und so, oh geil, weiterschlafen. Und dann kommt 2 Minuten später, kommt eine SMS. Ja, nee, muss doch reinkommen, hier hat sich krank gemeldet. Nein! Hallo, ich habe mich aus Versehen zurückteleportiert, das war nicht so klug. Kein Aber wir Problem, laufen auch ganz ich falsch. lausche mal hier der. Tatsächlich, wir laufen Also falsch. dieses Tor ist Ja, zu klein, völlig. da passt keine Hydra durch. Aber laut dem hier sind da Dutzende von Hydras durchgegangen, bevor es zusammenfiel. Entweder ist das Tor irgendwann geschrumpft, oder da draußen wimmelt es nur so von Mini-Hydras. Aber es ist noch besser. Jetzt scannen Mighty und du. Dann muss ich jetzt eine Woche warten, bis die labern. Das ist wirklich ein bisschen dumm gemacht. Sorry, was ist? Der quatscht gerade. Bei mir wurde gerade angezeigt, dass Mighty Malzbier mit Grummelfritz abgeht. Okay. Wir gehen ab zusammen. Hm. Okay. Oh, er ist gar nicht hier. Warte mal, da hinten. Man könnte sagen, wir gehen nebeneinander her. Hey, müssen Ab wir in wieder eine raus aus Richtung. dem. Wir mussten gar nicht in den Puff rein, oder? Ja, das sagst du danach immer. Ah, hier Schau mal, geht's es geht hier weiter. irgendwie anders lang. Und hier sind wir doch reingekommen, oder Ja, nicht? tatsächlich. Ja. Aber wir sind einfach What betrogen the worden. fuck is going on here? This is so strange. There's something strange in the Stranger neighborhood. Things. Wohin Hey! war hier tatsächlich auch ein Was Ghostbuster? lädt denn jetzt? Hä? Hier steht jetzt einfach Laden. Ja, das hatte ich vorhin auch. Ach, schau mal, das blöde Ding ist hier oben, glaube ich, oder? Wo wir hin müssen. Nee, Moment, jetzt bin ich hier wieder durchgesprungen. Das ist da oben drückt, das ist oben Das geht da drauf. oben lang. Ja. Verlässt du dich auf Fritz? Ist verlassen. Ich habe mich ja in meinem ganzen Interwebs-Videospielleben noch nie verlaufen. Noch Bestimmt. nie. Ist mir auch schon öfter aufgefallen. Ich glaube, es geht hier so an der Seite weiter. Ja, aber da kommt man gar nicht lang. Wir sind, ich glaube, das wäre alles anders gewesen, wenn wir oben in den Bäumen geblieben wären, weißt du? Wir sind aber für das Event runter. Deswegen sind wir hier falsch, glaube ich. Ja, schau mal, hier oben sind auch wieder Oh! Das ist gar kein Mönche, die man Freund, das nicht ist ein kaputt Waschbär. bekommt. Ja. Das ist kein Freund, das ist ein Waschbär. Nicht, dass Waschbären nicht automatisch Feinde wären, aber
Mann, jetzt bin ich ja noch runtergefallen, verdammte Kartoffelwumse. Was für denn? Scheiße, nee. Er hatte so einen blöden Schild gehabt und dann konnte ich nicht. Au, so ein au. Schild gehabt und ich konnte nicht. Manchmal kann man auch mal nicht. Das muss man dann einfach akzeptieren. Geil, ich habe meine Kuppel so gebaut, dass ich nicht drin stehen kann. Ja, aber du selber kannst doch immer rein. Ja, ich habe sie in eine Schräge gebaut. Jetzt ist er runtergefallen, weil wir hier auf so eine Arschschräge kämpfen. Das ist eine komische Ecke hier. Das ist wo ist denn die Nutzhütte? Ich hier so ein bisschen durch die Gegend. Alter, so. Ich habe ihn einfach kaputt gemacht. Ich konnte die Proben einer Quelle zuordnen und habe die Koordinaten auf deinen Tracker gesendet. Ich bezweifle, dass die Vex ihre schicken Schilde aufgeben wollen. Auf meinen Tracker? Sie eben zwingen. Die verrückte Face, finde ich komisch. Bei mir, ja, ein bisschen. Am Anfang war es irgendwie ganz lustig, aber jetzt ist es nicht mehr so lustig. Bei mir stand irgendwas gerade von Defensivschlag. Zählte dann so runter, aber ich weiß nicht, was es war. Hier sind doch immer 1 Million Questen. Hier ist noch so ein Datengitter, das gibt irgendwie Geschenke. Ach, hier, oh, hier ist noch eine Kiste. Geschenke! Voll gut, dass Mighty da immer drauf schießt, sonst sehe ich das nicht. Hier, hinter dir. Ja, wir sind. Dieses Jahr gibt es endlich eine SSD als Geschenk zu Weihnachten. Also von mir für mich. Freue mich schon drauf. Wollte eigentlich letztes Jahr schon machen, aber ging nicht. Aber die kosten doch auch echt nichts mehr, wenn du eine nimmst, wo du nur so die Spiele drauf packst, die du. Ja. Also, ne, ich meine, es gibt ja immer wieder 128 GB SSDs irgendwie für, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich schon was Größeres nehmen. 5 Milliarden Terabytes. Von allen Upgrades, die man seinem PC geben kann, ist eine SSD echt das krasseste. Ja, und eine Grafikkarte halt. Kommt halt drauf an, was du machen willst. Alter, was ist das für ein geiler Gang hier auf das Tor zu? Und wieder hübsche Felsen. Jetzt stürmt Mighty hier aber ganz schön vor. Da hat eben noch jemand geschrieben, so, hübsche Felsen. Das kann auch nur von Fritz kommen. Der ist so. Ich ja nichts für. Oh, jetzt hat sich was reingebeamt. Was geht denn hier los? Denke den Chill. Okay. Oh, hinter uns sind ganz viele Stinkies. Ja, vor uns auch. Wow. Au, 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 au! Hier ist man auch nirgendwo sicher, die schießen von allen Seiten. Boah, ich bin quasi tot. Uiuiuiui. Das war ein knapper Dingo, ey. Was sollen wir denn machen? Bilde senken. Ja, aber wie? Ja, keine Idee. Warte mal, hier ist. Hier rechts ist unser Questmarker. Hier ist wieder so ein ermächtigter Minotaurus. Müssen wir den. Scheiße, da hilft nichts. Au, au, au. Wann ist der denn. Weiß auch nicht genau, wann man seine Schilde, wie man seine Schilde wegkriegt. Also, Nahkampf ist es auf jeden Fall nicht. Doch, irgendeiner von deinen Waffen haut es weg. Nee, da ist er immun gegen. Ist er auch immun gegen? Ich mach an dem gar keinen Schaden. Nee, der ist komplett immun bei mir gegen alles. Mighty hat auch irgendwie immun. Medizin. Ah, jetzt ist auch sein Schild an, ne? Der geht doch manchmal aus, oder? Ja. Ja. Jetzt? Ja. Aber trotzdem immun. Das raff ich nicht. Hält mir mal kurz wieder rein, sonst dauert es zu lange. Ja, ich komme. Hey, wie macht Mighty das denn? Der ist bei mir immun gegen alles. Hat Magie. Vor allem ist es wirklich nur noch irgendwie ein Lebenspunkt, den er hat. Ist alles immun. Jetzt hat Mighty ihn irgendwie kaputt gemacht. So, du hast jetzt irgendwie so eine Kugel, die total leuchtet. Die stecke ich jetzt hier rein.
Jetzt haben wir ein Schild kaputt gemacht. Okay. Ich hab einen neuen Helm, der heißt Arschgeier. Huch! Jetzt passiert. Ja, gut, dass wir Mighty dabei haben. Ich hätte keine Ahnung, wie wir hier den Supermods durchkriegen. Auch nicht. Ich hab's echt noch nicht gerafft. Vielleicht mit einem Super. Au, 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 au! Was ist das denn hier oben? Ach, da oben erscheint jetzt hier der Supermoppel, oder? Oder ist so, jetzt ist der wieder da. Ich probiere mal meinen Super an dem. Ja, ich glaube, das scheint ihm aber weh zu tun. Oder? Ich habe noch nicht einmal Schaden an dem gemacht. Das macht es auch immun. Zu immun gegen. Ich probiere mal meine. Also egal, was ich drauf hau, ist alles immun. Schild macht auch nichts. What the fuck? Der ist... Ich raff es auch einfach nicht. Nee, auch nicht. Manchmal ist sein Schild dann auch weg. Ja, aber dann ist er trotzdem immun, siehst du? Ja, steht jetzt alle Waffen, egal welche Waffe ich benutze, ist alles immun. Also ja, es gibt Waffen mit verschiedenen Elementen. Ich habe nur zwei, die ich ausprobiert habe. Also ich hab Feuer und also Blau. Feuer und Eis. Ja, habe ich auch beides, ja. Wahrscheinlich weiß nicht, was Mighty da drauf knattert. Irgendwie, was ist denn Weiß dann eventuell? Hüter gefallen. Jetzt hat er Mighty umgehauen. Das ist ungünstig. Das ist schlecht, ich stell ihn mal wieder hin. Das ist jetzt unser Job einfach. Wir sind jetzt einfach die... Peppeln ihn jetzt irgendwo hoch. Das sind die Bullet Sponges für Mighty einfach. Die müssen sich in den Lichtsäulen buffen. Okay. Was für Lichtsäulen? Ach da. Und dann ist der irgendwann leer, der Schild, oder was? Aber ich habe noch nie Schaden an dem gemacht. Ja. Auch Nahkampfangriffmäßig macht das gar nichts. Ich hab's echt noch nicht gedacht. Hast du ein Impulsgewehr, was du noch ausprobieren kannst? Ja, hatte ich sogar schon ausprobiert, aber jetzt ist der eine zumindest auf jeden Fall auch kaputt. Und ich bin super aufgestiegen. Ja, hier sind so eine Lichtsäulen, aber jetzt sind die Lichtsäulen da. Ah, wenn der. Okay, wenn der. Disruptorladung habe ich jetzt eingesammelt. Oh, die zählt jetzt hier so runter. Glaub, damit, genau, wenn wir in die... Ah, jetzt raff ich das. Wir müssen uns in den Lichtsäulen buffen und dann können wir gegen den Schild kämpfen. Und wo sind solche Lichtsäulen? Ich habe keine Ahnung. Oben leuchtet was. Wo wären denn ihre Lichtsäulen, meine Damen und Herren? Ja, hier oben ist so eine Lichtsäule. Ah, okay. Deshalb stand Mighty auch immer mal wieder da oben. Dahin ist auch einer. Jetzt mache ich Damage an ihm. So, jetzt buffe ich mich hier auch. Jetzt habe ich ein paar Sekunden lang... Wo ist er denn? Oben. Da schießt auf mich. Ah. Okay, jetzt brauche ich auch mal so eine Säule. Ist er wieder immun? Nein, jetzt hat mir das hier jemand weggelutscht. War jemand so eine Säule irgendwo? Bräuchte das göttliche Licht, bitte. Ja, genau, das meinte ich gerade. Das hat mir jemand weggelutscht. Ich war unterwegs zu einem und dann war es. Ah, jetzt ist. Mighty hat's schon. Mighty hat geregelt. Oh, jetzt. Mighty ist einfach in allem schneller. Er hat ja auch schon gespickt. Ah! Hat Puff gemacht! Fail safe. Diese Schilde stellen jetzt kein Problem mehr dar. Gut aufgepasst. Cool. Das Vex-Kollektiv berichtet das Gleiche. Hoffentlich besitzen sie nicht die Ressourcen für eine zweite Runde. Ganz viel Loot. Boah, da weiß man eigentlich auch nicht, was man hier macht. Muss man mal so sagen. Wie meinen?
eigentlich weiß man auch nicht, was man hier so richtig macht. Ja, also es geht jetzt schon. Also ich habe ganz früh bei dem Spiel schon aufgehört, mich für den Kram zu interessieren. Es ist halt einfach auch, hier gibt es eine Zahl und die steigt, ne? Machen neben Sie Power steht jetzt 133. Was. Das ist doch gut. Ich würde gerne mal... Ach, hier sind die Gesten. Wenn du I drückst, kannst du unten auf so Pfeilchen klicken. Da ja, kannst du ja. Das dann... Ach, das ist zeigen, aber wie kann ich... Stimmt, ein paar sind, liegen, glaube ich, im Tresor. Das war der Unterschied. Automatik würde ich gerne ins... Würde ich mal ein Scout-Gewehr mir anschauen? Das ist eigentlich auch geil. Ich würde gerne mal jetzt zu der KI uns teleportieren. Ja. Geht das? Nee. Aber wo können wir uns denn hin teleportieren? In die Exodus Black. Würde ich einmal gerne gehen, weil ich wissen wollte, was ist mit diesen... Was ist mit diesen Tokens aufgesichert? Okay, dann will ich dich da nicht von abhalten. Kannst du uns da hinbringen? Du kannst dich da in die Nähe teleportieren, das habe ich jetzt gerade gemacht. Wollte nur schnell noch hier meine Ausrüstung aufpacken. Ja, aber ich dachte, wir haben jetzt, weiß ich nicht, wir haben jetzt irgendwie 4000 davon oder so. Und da gibt es was Schönes für. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja immer in solchen Spielen so gegens Kaufen von Ausrüstung, weil ich immer so sage, ja, nee. Ja, aber diese Tokens sind doch nur dafür, oder nicht? Ja. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt heult die Alte bei mir aber auch wie verrückt. Die Sängerin im Hintergrund, die Musik. Ach so. Das meintest du doch eben auch mal, ne? Also du bist jetzt zur Exodus Black. Dann ja, aber warte mal. Ja, aber der. Aber. Ab Level 20 kriegt man legendäre Engramme, also Engrams. Okay. Oh Gott, die Alte nervt aber hart. Warte mal, kannst du mal kurz was nachschauen? Die hat jetzt hier, okay, die hat. Warte mal. Achtung an alle Crewmitglieder. Herannahen des gefallenen Schiffs mit erhöhten Ätherwerten. Ah, ich kann die Sachen jetzt abgeben und dann mit Level 20 die Sachen holen. Okay. Ach, da braucht man dann immer Level 20 für, bevor man das Zeug. Genau, du kannst dir die Tokens abgeben und jetzt muss ich Level 20 sein, um die Prämie zu beanspruchen. Ach so. Das ist legendär. Das ist alles für später. Ja, genau. Aber dann will ich da auch mal hin. Könnte jetzt hier das Wieder-Da-Gewehr kaufen. Das ist dann also ein ganz normaler Deal. Wieder da. Dabei fühlte es sich an, als wäre ich gar nicht weg gewesen. Oh, Mighty muss raus. Der muss morgen früh raus. Der muss morgen früh raus. Ich habe ein Schiffslog für dich vorbereitet. Ah, hier bei der Truller kann ich jetzt. Gefragt, aber nee, doch nicht. Aber hier sehe ich jetzt wenigstens, dass ich. Nee, ich habe den ramponierten Panzerhandschuh als. Log 163. Damit muss ich zum Reisenden zurück und kann den anderen Fokus aktivieren. Aktive Crew 3. Inaktive Crew 15. Inaktive Kolonisten 500. Ich kriege hier gerade eine Durchsage. Spruch die alte des Tages, bekloppt. Lass dich nicht hängen. Log Ende. Lass dich nicht hängen. Ist das nicht so ein Katzenspruch? Spieler weg. Ja, das habe ich doch gerade. Mighty musste ja morgen früh raus, hat er geschoben. Aber nicht zur Arbeit, oder? Weiß ich nicht, vielleicht doch. Jetzt gibt es hier ganz viele Engramme und da gibt es so eine Vorschau drauf. Erhöhe dein Level, um diese Prämie zu beanspruchen. Ich glaube, ich habe vorhin auch schon bei irgendeinem Händler Zeug abgegeben und hätte mir da Zeug holen können. Zeug. Was gibt's hier? Automatikgewehr 145. Scoutgewehr. Nee, was kaufen ist nicht. Level einsammeln ist. Kaufen geht nicht. Nee, das ist ja auch Quatsch.
Ich würde wirklich gern mal mir meinen anderen Fokus holen. Ja, na schön. Dann fahren wir jetzt halt zur warte Erde. Mal ab. Ja, aber warte mal. Das ist ein Panzerhandschuh. Mit dem kann ich Leuten auf die Fresse hauen. Und das ist das Beste mit Abstand in diesem ganzen Spiel. Guck mal, hier drüben ist dann schon Io verfügbar. Empfohlenes Power Level 120. Download abgeschlossen. Überprüfe Kryptarchai Datenspeicher 893-1. Aber. Faszinierend. Willst du zur Stadt oder willst du zur Erde? Du willst ja wahrscheinlich zur Stadt, ne? Also zur Farm. Wir müssen. Kehre zum Bruchstück des Reisenden in der Ätz zurück. Ah, okay. Wir müssen in die Ätz und ganz im Norden ist die Quest dafür. Das hast du dann auch. Okay, na, dann fahr uns da mal hin. Okay. Kapitän, fahren Sie uns dahin. Aber du musst es machen. Du musst es auswählen. Aber wie komme ich denn von diesem Planeten überhaupt wieder rüber runter? Extrapolation. Der Reisende ist. Achso, was muss ich? Ich muss in den Nexus oder sowas, oder? Navigator ist es, ne? Genau, Navigator. Okay. Hier steht jetzt. Ah, das können wir nur solo machen, Fritz. Wie? Fritz? Naja, zu viele Spieler für die Aktivität. Bitte eine andere wählen. Ach so. Quasi eine Einzelspieler-Quest. Wir könnten die halt gerade beide parallel machen, weißt du? Ja, können wir machen. Würde sich ganz gut passen, weil dann wäre das quasi. So könnten wir so als letzte Aktion heute machen. Weil ich müsste dann nämlich auch wahrscheinlich ganz raus. Allein. Aha. In dem Moment sagt die KI gerade ganz allein. Ja, ist nicht in der Gruppe möglich, aber das ist ja nicht so richtig schlimm. Da können wir dann ja eigentlich. Zu Deutsch, ich kann jetzt hier im Navi. Warte mal, so muss ich dich dann irgendwie erst rausschmeißen. Das ist aber auch komisch gelöst, oder? So, jetzt fliegen wir erstmal wieder zusammen. Zur Erde. Genau, und dann müssen wir uns kurz voneinander trennen. Das dauert 10 Minuten, okay. Sagt der Chat. So, jetzt lädt hier bei mir was. Früher war da auch immer. Früher wurde da meistens dann noch irgendwas erzählt. Aber war ja vorhin in der einen Sequenz auch. Okay, aber wie werde ich. Ach, hier sind wir jetzt in der Kirche. Wie werde ich dich denn jetzt los? Zum Plan? Das geht? Oh, das. Wieso haben sie das irgendwie farblich nochmal angepasst, weil das so intensiv wirkt? Oh, ich weiß nicht. Warte mal, Einsatztrupp verlassen wir da gerade. Raus mit dir, doch! Zack, so. Schmeißt er mich in irgendein Büro, in irgendein Menü? So, jetzt kann ich den Navigator öffnen. Der Flug des Navigators. So ein Tor. Solarfokus wiederherstellen. Das hier oben wählen. Starten. So. Ich reise jetzt zum Bruchstück des Reisenden. Ich auch. Geil. Jetzt bin ich alleine. So, bist du? Ich soll jetzt hier was suchen. Achso, sorry. So. Wieder der Wald. Unser letzter Besuch war zumindest unvergesslich. Mal sehen, was wir finden können. Ist eigentlich auch schön hier, ne? Also. Ja, ist jetzt mal wieder was anderes, ne? Nach diesem abgespaceden Kram. Ja. Müssen wir dann irgendwo mal hier ein bisschen Abenteuer machen. Auch so von der Farbpalette nochmal. Very nice. Ja, in dem
Du musst halt in so einen Tunnel und der wird dann plötzlich sehr blau wieder. Ah, ich sehe da vorne schon ein sehr blaues Licht. Ist das jetzt aber hier ein Auszug aus dem ansonsten offenen Levelgebiet? Ja, schon, oder? Jetzt nur als quasi Instanz gemacht. Alter! Upsch. Unser Rubik's Cube macht, halte ich fest, der macht gleich einen Dieter Hallervorden-Witz. Nein, echt? Heute? Ja, geh mal rein. Oh, es ist hell. Es ist schön hier. Der Düsterwald. So schön der WoW. Achso, ah! Ah, geil! Palim, palim! Das ist ja cool. Okay. Was denn? Das weiße Licht da, ne? Dieses ja. Portal. Da muss man durchgehen, nicht drin stehen bleiben, sonst wird man einfach nur blind und es macht laute Geräusche. Siehst du das? Ja, ich bin durchgegangen. Da drüben. Ich nicht, ich bin drin stehen geblieben. Ich denke nur, wenn Rasputin all diese mächtigen Sachen hatte und er verlor, was hat er dann gelernt? Ich hab hier so ein Hologramm von dem Caden Six. Und es geht um Rasputin, den Kriegsgeist auf der Erde. Was er wohl dieses Mal versucht? Wenn ich vom Staubpalast höre und wie diese Psion-Schinder in Rasputins Verstand eingedrungen sind, frage ich mich, worüber sie sich unterhalten würden, Rasputin und diese Kreatur. Denn auch ich war ein Kriegsinstrument, das dem Willen eines niederen Herrn gehorchen musste. Doch ich lernte, mehr zu sein. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mit Rasputin jetzt am Ende war, aber das ist doch nicht. Sie lässt das Gewehr zurück und geht über den nackten Obsidian in den Schwarm. Feuernd. Jeder Schuss aus dem alten Revolver einem Wort gleich. Der Steinrauch dort, wo das Arkusfeuer ihn trifft. Und das Schrapnellgewehr wirft Blätter an Obsidian auf wie gläserne Schmetterlinge. Sie schießt ihre Bandoliere leer. Und ein Team von Vandalen in glasartiger Tarnung springt auf und kommt ihr mit Messern entgegen. Doch sie hebt ihre Hand und brennt sie lachend nieder mit der goldenen Kanone. Ich verstehe nicht ganz, was das bedeutet. Achtung, Gefallene! Mir wird jetzt mein neuer Skill erklärt einfach. Warst du den schon irgendwie aktiviert? Nee, ich latsche hier nur durch diese Geister und die erzählen dann ganz viel, ne? Achso, okay. Und jetzt kämpft man auch so ein bisschen, ne? Ich noch nicht, ich bin jetzt beim dritten Quatsch zu kloten. Der dieses Arkus-Ding erklärt. Genau, mir wird mein Superpanzerfuß erklärt. Ah, okay. Siehst du, mir wurde der Revolver jetzt gerade erklärt. Aber ich hatte den. Ah, jetzt sind hier die Boys, ja. Zusammenhang noch nicht ganz geschnallt. Das ist, also, bei mir war es so zu verstehen, dass es halt. Es gibt halt die Titanen und die Hüter oder so. Das sind die beiden Ausrichtungen, ne? Ja. Und der ich jetzt werden will, ist halt quasi der Off-Tank. Also der vorne reingeht und richtig Bash verteilt. Ja. Und der andere, das, der ich jetzt war, der macht diese Schutzkuppel. Genau, aber das war nur der dritte, ne? Die anderen beiden vorher waren eher so allgemeine. Da ging es um Rasputin bei dir, oder? Ach so, nee, bei mir ging es auch schon um den Panzerhandschuh-Moped. Okay. Bei mir ging es irgendwie um Rasputin. Wer ist das denn? Rasputin ist die Kriegs-KI. Die es auf der Erde gab. Frag mich nicht nach Details. Ich gehe jetzt in ein weiteres Licht. Jetzt bin ich an einem Tunnel. Ich muss hier erstmal einen Tunnel, Johnnies erschießen. Wo ein Zug rausfahren könnte. Oh, und dieser Tunnelausgang, wahrscheinlich weil jeder Tunnelausgang so aussehen kann, sieht ein bisschen aus wie eine kleine Sequenz aus dem in diesem Jahr veröffentlichten und wundervollen, wenn auch kurzen, What Remains of Edith Finch. Ey, Franz, das musst du übrigens unbedingt mal spielen. Ja. Sagt dir das was? What? Nee, ich habe da viel von gehört, ja. Oh, es ist so schön. Es geht irgendwie nur so 2 Stunden maximal. Es ist so toll.
Ich habe viel davon gehört. Vor allem von einer Fischszene. Bist du jetzt durch das Licht durch? Ne, bei mir ist jetzt Quatsch, doch der vierte. Ja, der vierte? Der Stürmer. Hey, nee, Moment. Warst du schon im Eisenbahntunnel? Da bin ich jetzt gerade durch. Oder weiß ich nicht, ob ich jetzt noch komme. Ich laufe jetzt auf jeden Fall auf Schienen. Lektionen. Ah, jetzt sagt mir wird immer noch erklärt, was ein Stürmer ist. Okay. So, ich habe jetzt hier nochmal Caden. Mein alter Freund Andel, er stand immer hier auf diesem Fleck, erzählte immer diese irrwitzigen Geschichten. Er sagte, weißt du, Kate, ich habe mir die Beweise angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass du es bist. Du bist Rasputin, der legendäre Kriegsgeist, Verteidiger der Erde. Und ich wünschte, du würdest dich daran erinnern, dein volles Potenzial entfachen und uns alle retten. Du siehst, wie peinlich das sein würde. Jetzt gehe ich durchs nächste Portal. Sieht so hell. Jetzt bin ich, glaube ich, im Endkampf. Ich sag dann, was ich jeden Tag sage, ist ja kein Geheimnis. Ich also, okay, ich suche ihn dann. Ich sag Rasputin, dass wir seine Hilfe brauchen. Und Ikora guckt mich mit diesem Blick an, weißt Sekunde? Du, wie wenn man mit ihr redet und einem klar wird, wow, du brauchst nicht einmal einen Bruchteil deines Gehirns für mich, oder? Mit genau dem Blick. Sie sagt, Kate, das Problem ist nicht nur, dass wir Rasputin nicht finden können, das Problem ist, dass wir nicht wissen, ob Rasputin überhaupt gefunden werden will. Sie sagt, bei mir ging es die ganze Zeit um Rasputin. Ja, bei mir geht's um meine Fähigkeit. Bist du zur richtigen Quest gelaufen? Ich hoffe. Die im Norden halt, ne? Noch ein Bruchstück des Reisenden. Aber wir sind nicht dabei. Aber du siehst auch so Hologramme und so. Ja, ja. Ja, ja, ich glaube, es würde mich schon wundern, dass das ja alles so beschrieben ist, wie mir auch aussagen. Was komische ist ja, mein Account kann ja nicht wissen, dass ich Destiny 1 schon gespielt habe. Also es könnte ja auch sein, dass es so, es gibt ja bestimmte Dialoge, die kommen auf den Konsolen. Wenn du einen Spielstand von den von Destiny 1 hast, dann sind manche Dialoge anders. Und aber das kann er ja hier auf dem PC nicht wissen. Vielleicht hat er uns zugehört. Ich höre dir auch gleich mal zu. Ja, was wahrscheinlich, ja, was wahrscheinlich keine schlechte Idee wäre. Ich muss kurz mit dem Stein sprechen. Wow! Alter! Hier waren gerade so drei so Explosionsdrohnen und daneben stand halt einer mit dem Schild und wenn man die alle drei erwischt hat, dann hat es den halt voll zerrissen. Ach, very nice. Oh. Hier ist auch irgendwie ein... Ach, ist das vielleicht das Bruchstück? Ach, das ist wahrscheinlich das Bruchstück, was man berühren soll dann. Ja, aber das geht nur an einer ganz speziellen Stelle. Ja, das ist ja das auch. Kommt bei mir gerade epische Cutscene. Ah, okay. Oh, war's schon. Das war weder episch noch Cutscene. Ja, der, also du kannst, wenn du direkt am Stein stehst, kannst du ihn nicht anfassen. Du musst zwei Schritte zurückgehen. Das ist aber wie im Museum. Das ist der Sicherheitsabstand, den man wahren muss. Aber sag mal, kommen hier unendlich viele Gegner, oder? Nee, bei mir war das irgendwie vorbei. Ich schlag die jetzt einfach alle tot hier, ist mir scheißegal. So, wo kommen wir jetzt? Das Bruchstück hat uns gerufen. Ich weiß es. Jetzt sagt er mir, das Bruchstück hat uns gerufen. Er weiß es. Alter. Alter, sind das viele! Das ist das Geschenk des Bruchstücks. Krass, ich bin gestorben. Oh, das ist ein Moment, um die Super zu testen, auf jeden Fall. Ich soll jetzt das Bruchstück verteidigen. Du wahrscheinlich auch, oder? Krass so. Du? Ja, ja, genau. Das sind richtig viele Typen und ich hab's total verditscht. Genau, und dann kann man hier immer wieder ins Licht laufen und sich die Sphären holen. Das kann man machen, okay, das habe ich nicht gemacht.
Oh, ich habe allerdings einen Grafikbug. Hier ist so eine große Drohne gewesen. Und die wurde nicht richtig aus dem Level rausgenommen. Genau, dann ist es super, alle paar Meter bereit. Ah, das habe ich nicht gerafft, deswegen habe ich so auf die Fresse gekriegt. Okay, ich achte immer nicht, ich habe die Anzeigen hier noch nicht richtig geschnallt. Genau, deswegen also bin ich dann einfach mal gestorben. Ich habe halt dann diesen Revolver, mit dem ich dann halt irgendwie ein paar Schuss habe. Ich finde meinen Dings, glaube ich, besser. Die sind dann auch Ich finde das hier geil. Das ist auf jeden Fall nicht dafür gedacht, dass man das ohne Super macht. Nee, da kommen dann später auch noch Gegner, die immun sind. Da brauchst du das auch noch. Naja, ja, okay, deswegen nicht. So viel Brotgaming Licht. Dafür seid ihr doch hier. Ich glaube, ich stelle mich gerade ganz schön doof an. Ja, ich bin gestorben, ey. In so einem Anfänger, das ist auf Stufe 50 geplant eigentlich. Gestorben im Tutorial. Ja, ich hab's nicht. Bin ich doch ganz am Anfang doch auch diese Klippe runtergefallen, als wir gerade angefangen haben. Ich glaube, ich hab's geschafft. Oder ich bin nur an der falschen Seite rausgekommen. Nein, ich bin nur an der falschen Seite rausgekommen. Aber ich hab nur 3 Schuss jeweils. Das ist doch. Warum habe ich denn nur 3 Schuss? Ich dachte, man hat 6 Schuss. Kleine Trommel. Ja, komisch, oder? Die sind natürlich jetzt dann hier in dem Moment auch Instant-Kill. Ja, wenn man rafft, dass man die ganze Zeit seine Super ready hat, dann funktioniert das alles. Ohne ist es ganz schön herausfordernd. Ja. Ich finde es voll schön mit diesem überwucherten Wald und dann der Eisenbahnwaggon. Ich bin ja eh so ein totaler Fan von so alten Eisenbahnschienen in Leveln, weißt du? Oder so generell so alte Eisenbahnwaggons. Das finde ich total geil in den Spielen. Großer Freund. Alter, wenn ich meine Super anhab und dann springe, dann geht er in so eine. Also, der ist eh in der Third Person, wenn ich die Super anhab. Und dann sieht es aus wie so ein Dragon Ball Kampf. Cool. Meiner ist nicht in der. Also, geht ja gar nicht. Meiner ist ja in der First Person, wenn ich meinen Super anhabe. Weil ich ja diesen Revolver habe. Wenn ich meinen Dings anhabe, dann habe ich den drin. Wenn ich meinen Speer habe, oder meinen Stab, oder wie auch immer man das Ding nennen will. Ich bekomme Funkübertragungen der Gefallenen rein. Sie rufen Verstärkung. So. Er hat das Tutorial gewonnen. Ach nee, warte mal, jetzt kommt hier doch noch einer. Ein großer kommt noch. Weil es kam noch ein Riesenbob, ja. Ja. Ah, das skippt, du kannst das einstellen. Das. Was? Das gibt den Revolver, du kannst die doch modifizieren, deine Super. Und dann kannst du den auch auf 6 Schüsse modifizieren. Ah, okay. Ja, ich hab mir schon gedacht, im Vorgänger gab es doch 6 Schuss. Bin doch nicht blöd. Also, ich bin schon blöd, aber nicht so blöd. Aber ich mag diese eine große Drohne. Die fängt mich voll geil. Ah, jetzt kommt. Das ist ein Test. Bestand. Ich bin sicher, der Reisende hat uns bewusst in den Wald gerufen. Unfassbar, dass selbst ein kaputtes Bruchstück noch so viel Gutes tun kann. So, und jetzt werde ich wieder irgendwie zurückgeschickt. Ausrüstung freigeschaltet. Alter, ich bin jetzt hier mega der Puncher. Ich heile mich jetzt durch Nahkampfschaden und so ein Kram.
den muss ich jetzt aber auch wieder leveln, oder? Nee, nee, muss ich nicht. Denn das war doch aber auch anders im Vorgänger, oder? Da musste man doch jeden Fokus nochmal einzeln freischalten. Ja? Ich glaube ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein dicker Basher, das finde ich geil. Eine hochexplosive Granate, die an Oberflächen haftet und gezündet wird, wenn das ist das gleiche, oder? Laserauslöser. Oder hast du noch? Nee, ich habe andere Sachen. Eine Granate, deren Explosion fein in Brand steckt, habe ich zum Beispiel. Ich habe das Nachladen beim Ausweichen. Achso, aber nicht die Skills. Dann haben wir doch die Sprung. Oh, doch, du hast recht. Du hast völlig recht. Ich kann dreimal springen. Also die Ausweich- und die Sprungsachen sind halt gleich. Aber ja, ich habe hier jetzt zum Beispiel noch Punkte, die ich investieren kann, um die Fähigkeiten noch anzupassen. Explosionsmesser. Mit dieser Nahkampffähigkeit kannst du ein Messer aus der Distanz werfen. Das explodiert, wenn es ein Ziel trifft. Und ich habe hier, wirf ein Messer aus der Distanz. Präzisionskills werden... Präzisionskills mit dieser Nahkampffähigkeit laden diese sofort wieder auf. Finde ich irgendwie ganz cool. Zack. Aber wie? Oh, komm, sorry, jetzt habe ich dich gesehen. Fritz streamt nicht. Fritz spielt nur hier manchmal mit. Dann gibt's Streamerino. Wie, mache ich denn das, dass der jetzt mehr Munition hat? Mit jedem Präzisionstreffer gerätst du in eine Trance, die Abklingzeit deiner Super reduziert. Okay, probiere ich mal aus. Habe ich hier ermöglicht Präzisionsschaden mit der goldenen Kanone. Präzisionstreffer mit der goldenen Kanone erschaffen Sphären des Lichts. So, jetzt packe ich das dann rein. Zack. Und wie mache ich jetzt 3 Treffer? Erhöht deine Fähigkeit mit der goldenen Kanone zu treffen erheblich? Ach, hier wäre was. 6 Treffer. Okay. Das ist dann auf dem anderen Baum quasi für die Waffe. Ja, ich kann es ja mal benutzen, ein bisschen. Zeitlang. Eine Zeit lang kann man das ja mal benutzen. Wollen wir weiterreisen oder bist du raus? Du bist raus, ne? Ich würde sagen, das ist doch jetzt eine ganz gute Gelegenheit, um zu sagen, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder und machen dann, würde ich sagen, wir müssen ja nicht jetzt unbedingt zu den Abenteuern erstmal zurück. Wir können ja erstmal die Kampagne. Dann den nächsten Planeten uns angucken, ne? Io. Ja, die Kampagne geht weiter auf Io. Auf Io. Der verlorene Oase Echo Mesa. Ja, aber das ist auf Io. Das kann sein. Ich sehe jetzt gerade nicht, wie der Planet heißt. Dafür bin ja, verlorene Oase Echo Mesa. Da geht die Hauptstory weiter. Genau. Und wir haben dann halt auf. Schauen wir mal jetzt hier. Mal gucken, wir haben noch ein paar Abenteuer auf. 4 Abenteuer noch auf Dings, auf Nessus, wir haben auf Titan, und da bin ich jetzt echt nicht sicher, ob das quasi danach gespawnt wird, diese Sirenenlied und Unsterblich. Ich hätte gedacht, dass wir die gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob das andere sind, also ob die irgendwie freigeschaltet werden. Weißt du vielleicht jemand aus deinem Chat noch, ob das wir beim letzten Mal diese beiden Dinger gemacht haben? Oder sind das dann neue Quests, die da jetzt aufgetaucht sind? Das weiß ich. Ich weiß es nicht. Also vor allem die empfohlene Power für das Weitergehende der Kampagne ist 120. Ich habe jetzt 143. Ja, ja. Und dann haben wir auf der Erde, aber es sind ja auch immer noch ein bisschen Geschichten und Orte angucken. Darum geht es mir ja eigentlich mehr. Ich meine, ob ich da jetzt ein bisschen schwerer kämpfe oder ein bisschen leichter, ist mir in dem Moment ja ein bisschen egal. Weil die spawnen nach, sagt Baylock. Ah, okay, dann haben wir die auf der Dings wahrscheinlich schon erledigt, auf der Titan. Auf der Erde sind zum Beispiel 3, die könnten wir dann auch mal machen. Aber ich finde, ich würde halt total gerne auf die Erde nochmal zurück, weil ich das einfach irgendwie von der Optik her schön finde. Also. Ja, es ist genau, das ist nicht so ganz so abgefahren, ne? Das ist eigentlich ganz nett. Ja, aber in der nächsten Folge machen wir erstmal Io und dann genau, das können machen wir jetzt irgendwann erstmal, mal so eine Abenteuerrunde. Genau. Gut, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao. Gleich, ne?